Guten Abend, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Forst hier auf der Facebrand in unserem Forstimperium mit dem Günther zusammen. Hallo. Hallo Günther. Hallo Maxi. Schön, dass du schon 6 Uhr. Aber Rossmann ist auch dabei. Hallo. Schön, dass du schon 6.50 Uhr auf Arbeit bist, Günther. Heute wird ein grandioser Tag für dich. Weißt du warum? Weil wir ganz viel schaffen werden. Los, so, ran an die Luzi hier. Komm. Günther, du kannst dich heute den ganzen Tag mit schön dicken Stämmchen beschäftigen. Die liegen nämlich noch hier und müssen aufgeladen werden. Günther? Was? Hat sich ein Kehlkopf rausgedroschen übers Wochenende oder was ist los? An die Schnauze. Was ist los? Seid doch schon mal gleich so. So aggressiv. Meistens, wenn du so das sagst, dass der Tag gut für mich wird und so, dann wird er nämlich scheiße. Warum soll der scheiße werden? Dann hast du immer so viel Arbeit. Ja. Die erste Arbeit ist hier das Holz aufladen. Rambazamba, komm rein in die Olga. Hinten drauf schön hier. Schnucki Bucki. So, Günther. Und schön gerade, gell? Ja, Ladungssicherung geht alle an. Ganz schön, genau. So, ich mach mal hier mit dem Vorwärter noch ein bisschen. Hau den Lukas, gell? Sammel mich nicht voll. Ja, was denn los, Günther? Letztens schenkst du mir noch Haufen Geld im Koffer, was wieder irgendwelches illegales Geld vom Finanzamt vorbeigeschleust. Und jetzt? Da kommst du sowieso noch hinter, ne? Was mach ich? Da kommst du sowieso noch hinter. Wohin der denn? Pass nur auf, dass du nicht eine auf dem Hintern bekommst, Günther. Günther? Ja. Ja. Willst du noch sagen? Manni? Ich hab keinen Zugang. Was ist denn hier für eine Scheiße? Manni? Ja, was denn? Ach, schon gut. Was ist denn? Schon gut. Sag jetzt, Günther, was du willst. Schon gut. Was ist denn das jetzt hier? Manni? Ach da. Ja, Günther! Mach schon gut. Günther? Ja? Mach einen Spruch, Alter. Ja, schon gut. Günther? Ja? Nix. Was hat man? 6 Meter, gell? 6 Meter. So. Ich komm, Günther, hier mit dem nächsten Stämmchen, gell? Vorsicht ist geboten. Manni? Leck mich. Es kommt ein pinkes Auto angefahren. Was kommt? Linkes Auto kommt da angefahren. Muss einer aus deiner Familie sein. Das ist bestimmt ein Hobo. Was? Bestimmt ein Hobo. Seien wir nicht so beleidigen, Günther. Das ist Diskriminierung. Dafür steht Günther. Hallo. Oh, ist der Bürgermeister, Digga. Hallo. Adi. Hallo, Günther. Wir haben immer noch nicht das Geld gegeben. Hallo, Herr Schmidt. Was denn für ein Geld? Hallo, Herr. In der Party da. Hallo? Weil der mein Ding zugemacht Degenhardt, hat. Degenhardt, mein Name. Guten Tag. Degenhardt? Degenhardt. Hallo, Herr Degenhardt. Das ist der Günther, ja. Mein Arbeitskollege. Hallo, Herr Günther. Hallo. Ja, so, Jungs. Herr Schmidt, was versteckt Sie denn hierher? Sie wollen mal die Baustelle angucken? Genau, ich wollte mal die Baustelle angucken, ob hier schon gearbeitet wird. Und ich sehe, es wurde schon sehr groß gearbeitet. Ja, sieht schon sehr gut ja, aus. Ja, gucken Sie mal hier unten. Die Stämmchen ja. Hier. Warte mal. Mensch. Hier, guck mal. Gucken Sie mal hier. Haben alle schon abgeholzt hier. Ja, sehr schön. In der Einflugschneise. Geht sehr voran, ja. Ja, ja, hier vorne noch, Weg. Hier noch der hier, dann kann hier schon wieder weitergebaut werden. So, naja, und hier die ein paar noch. Das ist nicht mehr viel, dann haben wir hier den Platz frei. Ja, so soll das sein. Ja. Auf dem Weg hierher, genau, kam mir der Herr Degenhardt über den Weg. Manni. Der Herr Degenhardt? Der ja, hier, ich schau schon. Hm? Manni! Ja! Zu Ihnen. Komm mal eben, bitte. Was ist los? Komm mal eben. Warten Sie mal ganz kurz, wir sind gleich wieder da, ja? Ja. Günther? Was ist denn noch wieder? Ja, mit seinem pinken Hemd da, ne? Was denn nur? Der steht die ganze Zeit bei mir und immer wenn ich weggehe, dann kommt der näher zu mir. Ja, vielleicht kennt der kennt dich noch nicht, Günther. Vielleicht schnupperst du gut heute. Lass mal schnuppern? Nee, kann nicht sein. Ich riech nach Bier und Kippen, wie immer. Laber mich nicht voll. Der ja. Ist irgendwas. Ist ja eigentlich noch der Mettwurstduftbaum im Auto. Was? Hast du damit irgendwas zu tun und passiert mir hier heute irgendwas? Weißt denn nur, bist du nur steif, Alter? Ich kann so jettern. Ich weiß doch nicht mal, wer das ist. Jetzt chill doch mal die Base, Alter. Der Herr Brunn, der Bürgermeister wollte schon die Baustelle angucken. Was weiß ich, wer der andere ist? Ich bin der Brunsmann. Was macht denn der? Hallo, Herr Brunsmann. Hallo.
Brauchen Sie Hilfe? So. Nein. Herr Schmitz, Sie haben ja noch jemanden mitgebracht, Herrn Degenhardt. Ja, genau, der war. Ich Günther, komm jetzt her. Zu Ihnen, ja. Um die Baustelle zu begutachten. Da stand er bei mir vom Büro. Er sucht wohl. Ja. Holz. Da habe ich gesagt, da kenne ich zwei Buben, die haben immer Holz. Ja, oder aber, bitte? Ja, Herr Degenhardt. Ja, achso, ja. Im Endeffekt war es Zufall. Ich war auf dem Weg in den Urlaub, bin jetzt zurück aus dem Urlaub und auf dem Hinweg habe ich ein schickes Schild unten bei dem ortsansässigen Landmaschinenhändler gesehen. Oh, und, da hättest du die Werbung ja schon mal gelöst, gell? Ja, auf jeden Fall. Also, ich komme von der Firma Power Solutions. Wir sind ein internationales Unternehmen im Bereich Power, also Strom. Mit allem, was dazugehört. Und ich bin der Chefeinkäufer für Strommasten. Für Strommasten? Für Strommasten, genau. Wir brauchen in verschiedenen Ländern, können wir nämlich mit Stahlstrommasten, wie er hinter Ihnen da zum Beispiel einer steht, diese Überlandleitung, ach, die großen Dinger hier anfangen. Das ja. hat was mit Luftfeuchtigkeit und solchen Geschichten zu tun. Ach, die rosten, gell? Ja, oder sind halt auch nicht biegsam genug, oder wenn Sie jetzt an Erdbeben und solche Geschichten denken. Also in manchen Bereichen der Welt ist es noch notwendig, Holzstrommasten, vom Preis mal ganz abgesehen, ja. noch Holzstrommasten aufzustellen. Okay. Und ich bin daraufhin mal zu Ihrem Werksgelände gefahren. Das war allerdings spät abends, da wollte ich dann auch nicht mehr klingeln und so. Außerdem war ich auf dem Weg in Urlaub. Und auf dem Rückweg dachte ich, könnte ich hier ja mal anhalten. Und mal nachfragen, weil wir immer, wir brauchen halt Strommasten in riesigen Mengen, wie Sie sich vorstellen. Mit dem Werksgelände waren Sie oben bei der Dings, bei der Massenbaumplantage? Genau, da war es allerdings schon sehr spät. Ich weiß nicht, ob Sie mich zufällig da nachts mit meiner Taschenlampe rumschleichen sehen. Nee, hab ich nicht. Da hätten Sie Schüsse gehört. Wenn einer in der Nacht in der Massenbaumplantage rumschleicht, da Gott sei Dank, hab ich Sie nicht gesehen. Aber ich sag mal so, da brauchst du natürlich schöne Massebäumchen mit einem dicken, festen Stamm, die auch schöne gerade gewachsen sind. Genau, also es geht vorne. Kerzen gerade. Ja. Kerzen gerade ist sehr wichtig. Ich habe jetzt hier eben schon gesehen, also oben bei Ihnen habe ich gesehen, Sie haben ja vornehmlich Laubbäume da stehen. Hier unten stehen auch Nadelbäume. Je nach Landstrich sind Nadelbäume für uns natürlich auch sehr interessant, wenn Sie davon mal welche haben. Na, hier haben wir schon mal einen ersten. Machen, dann möchte ich das. Die finde ich schon sehr. Wie hoch muss der Mast sein? Also wie lang? Ja, also mit 6 Meter kommen wir da nicht weit, wie Sie vorhin gesagt haben. Also nee, 6 Meter schon. Nee, ja. Also wir könnten die maximale Schnittlänge beim Harvester haben wir 10 Meter. Wenn sie über 10 Meter geht, dann müssen wir es mit der Hand machen. Das also macht der Günther so, ganz gerne. Der Günther macht es ganz gerne mit der Hand. Hm. Ja, ja. Was? Je länger, desto besser. Natürlich brauchen wir diese futzelige Spitze nicht immer. Ne? Das nee, ist die futzelige Spitze, die machen wir natürlich weg. Günther, kommst du bitte mit her jetzt? Ja? Nein. Günther, ich gehe zum Bürgermeister. Hallo, Herr Bürgermeister. Ja, hallo. Herr Degenhardt, wenn Sie eine Länge hätten. Guck das Holz an. Schön, ne? Also 10 Meter wäre schon nett, aber wenn sie länger haben, sind wir da auch nicht abgeneigt. Je länger. Na, dann machen wir, passen Sie auf, dann machen wir so, dann schneiden wir oben die Spitze, schneiden wir weg. Gell? Und gucken, was von der maximalen Länge rauskommt. Und ich sag mal, sich auf exakte Länge schneiden können Sie ja selber machen. Ja, dann geben wir ihm einfach die maximale Länge mit. Kein Problem. Wie viel könnten Sie denn liefern in absehbarer Zeit? Weil es ist natürlich bei uns so, ne? Ich muss natürlich. Ich bräuchte schon einen festen Liefertermin und wenn der nicht eingehalten wird, dann droht natürlich auch eine Konventionalstrafe. Im Umkehrschluss, wenn Sie den einhalten, will ich Sie natürlich auch gern fürstlich bezahlen. Fürstlich bezahlen klingt fürstlich. Also wir könnten Ihnen, also ich sag mal so, also zu 10 bis 15 Stück innerhalb kürzester Zeit waren kein Problem. Wenn es mehr wird, dann müssen wir uns damit nicht abstimmen. So 15, ich sage mal, 15 Stück würde ich sagen, innerhalb von kürzester Zeit, wer kein Thema. Zack, umgelegt, geschnitten, zack, alles. Man muss ja bitte gucken, wie ist der Verladerei. Gell? Weil, ja. Ich sag mal so, maximale Länge, ist ja wieder Sondertransport, den müssen wir wieder anmelden. Mhm. Ja, gut, dass der Herr Bürgermeister, der Herr Schmitz ja auch gleich mit da ist. Den müssen wir anmelden, müssen wir dann wieder abends wahrscheinlich fahren und alles. Müssen wir sehen, ob wir es mit Tour oder mit an Hafen dann bringen. Gell? Wissen wir ja noch nicht, wo es hingeht, die Reise. Wenn Sie da Mietgeräte brauchen, würde meine Firma natürlich für die Kosten dafür aufkommen. Das ist klar, weil solches. Ja, das ist gut zu wissen.
Herr, haben Sie es gehört, Herr Brunsmann? Wo ist er denn? Ja, natürlich. Da fährt er hinten im Feld rum. Ja. Leithörer, stellst du? Ja, ich merke schon. Sind wir verwandt? Günther, können Sie mal einen Günther abtasten vielleicht, ob der eine Wanze am Körper hat? Aber selbstverständlich, gerne. Günther, lass mal bitte abtasten von dem, ob du eine Wanze am Körper hast. Also er hat auf jeden Fall was Winziges am Körper. Aber eine Wanze, er weiß nicht. Nö, ist ja schon ein Schnuckelchen, nicht? Der Günther? Na, wie muss... Günther? Was läuft denn? Was jetzt bleib doch mal hier jetzt, chill doch mal. Aber auf den Günther, muss ich nachher nochmal zurückkommen. Was? Ja, können Sie machen. Der Günther zeigt dir nachher die Massebaumplantage oben nochmal. Mach jetzt Feierabend. Du machst ja gar nichts. Mach nicht. Du bist ja entlassen. Also ich... Nee, bist du nicht, aber du machst jetzt kein Feierabend. Ja? Wie sieht denn das mit der... Hab mich gefreut. Wie sieht denn das mit der Feuchtigkeit der Bäume aus und der Biegsamkeit? Na, diese hier sehen ja noch sehr frisch und... Na frisch, und also aus. Sag mal, ja, die frisch sind die sind halt frisch, die sind frisch geschlagen, gell? Wenn sie da runter wollen auf eine bestimmte Restfeuchte, dann müssen wir die trocknen. Aber ich sag mal so, saftig sind sie am biegsamsten, gell? Und wenn die dann langsam an der Luft trocknen, behalten die halt auch ihre Biegsamkeit, wissen Sie? Da war immer Bewegung, immer ein bisschen Schwung drin und ich meine, sag mal so, so ein Strommast soll ja auch nicht 10 Meter nach links und rechts machen, wenn der Wind ein bisschen geht, gell? Nee, das wäre nicht ratsam. Nee, müssen ein bisschen mehr Kabel auffädeln sonst. Na, dafür bin ich zum Glück nicht zuständig. Für Auffädelei habe ich irgendwelche anderen Schergen. Ja. Ich habe auch so meinen Schergen hier. So, naja, gut, aber die, sag ich mal, die 15 Bäumchen in kürzester Zeit, würden die reichen, erstmal? Erstmal bestimmt, wenn sie mehr hätten, sind wir da auch nicht abgeneigt gegen. Wir brauchen sowas immer mal wieder. Ja, dann machen wir so, dann halten wir fest, 15 Bäume, zacki, ramba, zamba, knicki, knacki, ganz schnell. So, und dann verladen wir die erstmal, mehr kriegen wir mit EMA eh nicht transportiert, gell? So, ja. Und sie sagen uns dann Bescheid, wenn sie noch mehr brauchen. Gell, ja, wir müssen auch erstmal gucken, ob das hier mit dem Zahlungsverkehr dann noch alles hinhaut. Gell. Sag mal, bei uns waren schon viele, die haben uns erzählt, hier und das ist kein Problem und hier und da können sie noch und dafür bezahle ich und am besten noch hier die Unterkünfte. So, und was kam im Endeffekt? Ne, ist rumgejammer. So. Also ich kann Ihnen gerne natürlich eine Mobilitätsprüfung vorbeischicken, das ist kein Problem. Nee, das ist nicht nötig, aber sag mal so, die 15 Bäumchen, wenn wir da erstmal das Geld... Wenn sie uns bescheißen, kenne ich Leute, die sich darum kümmern, ey. Also ich würde ja eigentlich gerne lieber drauf anstoßen, anstatt zu scheißen. Günther, das ist nun so gar nicht mein Du gehst jetzt mal bitte mit deinem Dacia, fährst du mal bitte mit dem Herrn Degenhardt hoch, zeigst du nochmal die Plantage und dann gehst du mal bei mir in die Küche rein. Da steht unten im Regal noch Flasche Sektchen. Da tust du irgendwann zwei Sektgläser raus und dann könnt ihr nochmal, macht doch mal ein Stößchen auf den Vertrag, ja, auf den Auftrag, Günther. Ich komme mit alleine gerade eine Weile. Eine gut. Schöne Brause hat er da, da bin ich doch sofort dabei. Oh mein Gott. Günther, auf geht's. Noch ein Schaumbad einlassen. Günther. Nein, aber nicht bitte, dann fahren Sie bitte zum Herrn Kologe. So, Günther, schnappst du dir deinen Dacia und fährst mal bitte hoch mit Herrn Degenhardt und Herr Schmitz, wie gesagt, Sie haben es gehört, den Sondertransport. Ja, schönen Tag Ihnen noch. Den Sondertransport, ne, das sag mal, also. Ja, das kriegen wir hin. Das, ja, denke ich auch. Super. Nicht mal geregelt. Was denken Sie, wie lange Sie hier noch brauchen, bis das fertig ist? Na, ich hau nur noch die 5 Bäume um und dann ist die Sache geklärt. Ja, dann können dann eigentlich die Bodenplatten schon gesetzt werden, ne? Die Bodenplatten? Ja, da können Sie anfangen. Also hier muss sowieso der Radlader nochmal drüber, zack, die ganzen Wurzeln rausballern. Vorsicht! Ja, genau. Ja, hier wird gearbeitet. Ja. Und Günther! Also Stumpenfräser, Günther! Was? Ja, sei nett zum Herrn Degenhardt. Das ist ein Kunde, der scheint viel Geld zu haben und gut zu bezahlen. Manni? Was? Ich bin irgendwie leicht verwirrt. Warum? Ich glaube, ich laufe über was ganz Komisches. Was denn nur? Ob der schwul? Wer? Degenhardt. Selbst wenn, ist doch egal. Günther, schmier ein bisschen Honig aufs Maul. Wir brauchen den Auftrag und das Geld. Ich mache überhaupt nichts. Komm schon, Günther. Manni? Mensch, mach ein bisschen Stößchen mit dem Zwinker mal ein bisschen und ich muss... Günther, warte mal auf Abbruch! Ja, CB-Funk weg. Das gibt doch gar nicht. So. Herr Brunsmann? Ja? Sind Sie noch in Ihrem Drescher? Nein, ich lade die Stämme auf mit Ihrem Vorwarten. Ach, ist ein Ding. Ja. Sehr schön, ich bring gleich einen neuen. So, ja, kennen Sie den Herrn Degenhardt?
Nein, völlig unbekannt, noch nie gesehen. Ah ja. Wie kam er Ihnen vor? Kam der Ihnen ein bisschen vom anderen Ufer vor? Ich fand ihn ganz in Ordnung eigentlich. Ich möchte da keine Vorurteile gegenüber ihm. Nee, um Gottes Willen. Hat ja nichts mit Vorurteilen zu tun. Aber können Sie mir sagen, was Sie wollen, gell? Selbst, wenn der Herr Degenhardt vom anderen Ufer ist, wer Auge macht auf Günther, der muss schon ein bisschen speziellen Fetisch haben, oder? Weil der stinkt ja wirklich nach Kipp und Bier. Ja. Ist ja ekelhaft. Warten Sie mal ganz kurz, müssen wir eine andere Frequenz. Günther? Was? Seid ihr oben? Gleich. Machst du einen Schau? Warum muss ich das machen? Der mag dich! Bin doch scheißegal. Ja, aber du kannst. Mach ein bisschen Auge, Alter, und der Vertrag ist drin, Mann, Junge. 3 Tage extra Urlaub. 2. Angenommen. Scheiße. Ich bin einsam. Aber nicht mehr dieses Jahr. Ja, komm, wenn der Vertrag gut läuft, Günther, wenn das alles hinhaut, kriegst du doch Sonderurlaub. Weil? Ja. Er packt mich zu. Ist das normal? Mensch! Was ist los? Günther? Jetzt geht mal die Karre gefahren. Hat er dich angebumst von hinten? Entschuldigung, das tut mir sehr leid, aber dieses Auto ist noch so neu und so groß und so schnell und. Aber es ist hübsch. Günther! Nimm die guten Gläser! Nimm die guten Gläser fürs Blubberwasser, okay? Weil ich halt im Auto. Komm schon, Günther! Mach um, was fürs Wurstimperium! Ja, aber. So, ja, ich weiß euch! Wo ist denn Puffbrause? Ich zeig Ihnen das. Ich zeig Ihnen erstmal die Massebaumplantage, aber ich hab nicht so viel Zeit, weil ich muss nach Hause zu meiner Frau, Lisa. Weil ich stehe nämlich auch so dicke Brüste und so, ne? Und wenn Sie beschreiben, ist hier. Da ist hier die Massebaumplantage. Ja, ich auch. Was? Ich sag dich auch. Oh, was? Was? Kannst mich übrigens Detlef nennen. Okay, Detlef? Das ist die Massebaumplantage. Nee, Moment, nicht Detlef, Detlef. Lang E. Detlef, ja. Entschuldigung, dass ich lache, ich lasse nicht aus. Ich bin nur gut drauf, ne? So, das ist die Masterbaumplantage hier. Warum liegen denn hier schon welche? Ja, wir haben die. Warum? Weil ich die Masterbaumplantage hasse. Günther! Was? Zeig dir nicht die Bäume, die vom Sturmschaden umgefallen sind, bitte! Weil die sind vom Knies knattelt, gell? Die sind ja schon faul innen drin, sehen Sie das? Ja, sicher. Ja, zeig dir ja nicht die vom Sturmschaden, Günther. Herr Dietlef. Dietlef. Oh, darf ich sie einfach hart nennen? Degenhardt. Kann man sich das einfach merken? Ja, Dietlef. Hier, gucken Sie mal, das ist. Gepaart wird dann noch was anderes bald. Das ist, weil. Der Maniküre. Er hat nur Kacke. Die ganzen Bäume sind scheiße. Wenn Sie in was investieren wollen, investieren Sie in einen Knobelschuppen, der total legal ist. Illegal. Ich dachte legal. War illegal. Ich hätte ja auch nie. Sie haben doch bestimmt hin und wieder Hackschnitzel, oder? Ja. Fein sind denn die? Sind die ganz fein? Ja. Können Sie mir davon vielleicht was besorgen? So? So ein Anhänger voll? Warum? Ja, ich kenne sie ja noch nicht so gut. Vielleicht, ich könnte Ihnen da vielleicht ein nettes Angebot unterbreiten, ja? Hm? Hackschnitzel? Ja. Vielleicht nicht mehr so auf Wie man Hackschnitzel zu Gold macht. Also im übertragenen Sinn natürlich. Also zu viel Geld. Ist aber nicht ganz. Wir verstehen uns. Komm, wir gehen ein Bier trinken. Ich hätte lieber gerne Brause. Also eine Puffbrause. Brause, Alter. Also eine Puffbrause. Gib dir aber einen guten Spezialtropfen. Komm mal mit. Mit hartem Alkohol komme ich nicht klar. Kein harter Alkohol, komm jetzt. Aber das dürfen Sie nicht dem Manni sagen. Ich habe hier so. Hier unter seiner Spüle, der denkt, das wäre Chlor, aber da ist der Spezialtropfen drin. So, pass auf hier. Nimm mal einen kurzen in der Hand hier. Aber nicht so viel. Das sind schon. Ich habe schon. Ich vertrage keinen harten Alkohol. Vertrage schon. Ich habe schon Leute gesehen, die sind damit gegen Baum gefahren und dann sind sie in den Wald wieder aufgewacht. Aber hier.
mal einen Schluck. Oh mein Gott! Döschen! Günther! Herr ah. Degenhardt! Hallo, Manus. Herr. Wieso steht hier Manus? Das weiß ich nicht. Was ist das? Die haben zu viel Alkohol getrunken. Ihr habt euch da hinten in der Ecke gerade gefummelt! Günther! Nein. Ich hab gesehen, wie du die Hand an den Poppes hattest! Nein, hab ich gar nicht. Manni! Günther, in meiner Küche! Ja, Manni, ich hab ihn nur speziell. Dass du nett sein sollst, hab ich nicht so gemeint. Dann geht bitte in deinen Knobelschuppen! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Herr Degenhardt, haben Sie die Bäume jetzt angeguckt? Ja, aber da sind ein paar Faule dabei, haben Sie das gesehen? Das ist Sturmschaden. Ist alles in Ordnung hier? Nee, ist gar nichts in Ordnung. Die haben sich rumgebissen in meiner Küche. Ich habe eine Frau schreien hören. Ja, das war der Herr Degenhardt. Der Günther hat den Arsch geschliffen. Oh. Herr Schmitz, die haben sich geknutscht hier. Nein, das stimmt gar nicht. Ich möchte jetzt nach Hause fahren. Okay. So, hier, die sind vom Sturmschaden hier, Herr Degenhardt. Hier stehen die saftigen. Könnt ihr euch mal anfassen, hier unten an den Dingen stammen. Und wenn sie so einen absägen, dann ist der innen drin nicht faul? Nein, gibt keine faulen Bäume. Na hier, schauen Sie doch mal, der Kern, der ist doch ganz dunkelbraun schon. Ja, weil die liegen ja schon ewig vom Sturm hier. Da ist ja der Käfer schon drin. Da ist das nicht? Hier, nein, guck, nein. Günther! Ja. Was? Die Kettensäge bleibt drin. Hab ich doch gar nicht. Okay. So, gut. Günther. Ja. Ja. Okay. So, na gut. Herr Degenhardt, also dann denke ich, passt das auf jeden Fall. Der fummelt mich die ganze Zeit an. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Sie fahren jetzt einfach mit zu Günthers Knobelschuppen. Nein, der ist da oben. Würde ich gerne sehen. Und dann können Sie sich noch ein bisschen am. Kannst du noch ein bisschen den Degenhardt machen. Moment, von Herrn Detlef. So. Lol. Das ist ja wohl hier, unerhört ist das ja hier. So eine Schweinerei auf meinem Hof. Na gut, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen auch schon beim Günther vorbei. Wir sind erstmal raus. Bis dahin, ciao. Tschüss.